Freunde, herzlich willkommen bei AJ Barbecue. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute gibt es mal was Leckeres aus der Petromax Pfanne. Chicken Wings und leckeren Risotto-Reis mit Gemüse. Eine richtig leckere, einfache und vor allem eine Nummer, die total von alleine geht. Seid gespannt, nach dem Intro geht's los. Für unser heutiges Rezept haben wir hier Paprika, Zitrone, ein leckeres Hühnchengewürz, Hühnchenbrühe, Mais, Risotto-Reis, Olivenöl, Pfeffer, Salz, Safran, ne, in einem schönen alten Ankerkrautglas, die kann man wiederverwenden. Ne? Chicken Wings, Zwiebeln, Knoblauch, Petersilie, das brauchen wir halt, jetzt geht's los, auf geht's. Freunde, bevor es heute losgeht am Grill, müssen wir wieder ein bisschen schneiden. Mein Aufschneider ist nicht da, Jörg, falls du das siehst, nächstes Mal bist du wieder an der Reihe. Ja, ihr schaut aufs Brett. Ich hoffe, ihr kriegt das genauso schnell und so schön hin wie der Jörg. You got your high heels on, and I'm wearing my worn out jeans. What could go wrong? Sipping on a beer, sing along to our favorite songs. Freunde, jetzt stehen wir endlich vor meinem Gartenhäusl, vor dem neuen Teammitglied von AJ Barbecue, Flo's Bräuking Sovereign XL. Ein richtig geiles Teil, vierflammiger Bräuking mit richtig Schub. Die Hauptkammer, die bereiten wir jetzt vor auf 200 Grad indirekte Hitze. Und nebendran, da machen wir schon unsere große FP35, heißt die Gusspfanne von Petromax. Da geht's jetzt direkt weiter. Den Reis dünscht man jetzt gleich einmal mit und jetzt, sobald das weich und glasig ist, das Gemüse, geben wir unsere Hühnchenbrühe drauf und dann kommt es schon in den großen Garraum vom Bräuking. Lecker wird's. Das lassen wir jetzt kurz aufkochen und dann kommt es schon in die große Garkammer und die Chicken Wings. Die sind dann auch an der Reihe. Aber die müssen wir vorher noch würzen, deswegen gehen wir jetzt gemütlich an den Grillplatz zurück. Zurück am Grillplatz? Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir überall grillen müssen. Überall steht ein Grill rum, auf der Terrasse stehen auch noch welche, aber egal. Zurück am Grillplatz müssen wir unsere Hähnchenschenkel würzen. Das könnt ihr nur mit Salz und Pfeffer machen. Oder ihr nehmt eine leckere Gewürzmischung für Hühnchen. Was ihr auch super vorstellen könnt, das wäre Brathähnchengewürz. Glaube ich, käme da auch ganz gut. Wir nehmen Bombay Chicken. Das verteilt ihr großzügig auf euren Schenkelchen. Ich würde sagen, einseitig reicht. Unten liegen sie eh im Siff. Im Siff? Also im Sud. Im Sud. Also, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ja, ich würze die jetzt schnell fertig. Und dann, nicht, dass es euch langweilig wird, wechseln wir die Position. Dann gehen wir wieder zurück an den Grill. Jetzt sind wir wieder zurück. Ja, also ich weiß schon, euch wird es gleich schwindelig, gell? Nein, aber wir müssen hier weitermachen. Die Pfanne, die ist jetzt am Kochen. Jetzt müssen wir den Mais, die Gewürze, Petersilie und Safran dazugeben. Dann kommt es in die große Garkammer. Aber schaut einfach mal runter, was wir machen. Den Safran hat meine Frau ganz stolz aus Tunesien, aus dem Urlaub mitgebracht. Da geben wir gar nicht so viel drauf. So viel brauchen wir dann nämlich gar nicht. Außerdem ist teuer. Schnell verrühren und dann geht's ab damit auf den Grill. Könnte noch gehen. Ha, aber knapp. Knapp geht's, knapp. Nur mit Hitzehandschuh. Freunde, sowas nicht nachmachen, vor allem nicht unter 18. Benni, du bist zu spät. Der AJ war. AJ Feuer machen. Hohoho. Einige Minuten später sind wir soweit. Jetzt geben wir die Hühnchen drauf. Was Platz hat, geben wir in die Pfanne. Und was keinen Platz hat, legen wir einfach auf den Warmhalterost.
Und dann grillen wir es bei geschlossenem Deckel für ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ja, dann können wir essen. Und brauchen nichts mehr machen, außer Bier trinken. Ja. So, der ist der Wahnsinn. Schaut euch mal diesen riesen Ablagerost an. Ist das der Wahnsinn? Schau mal. Hier so 30 cm Ablagerost. Das kenne ich von keinem anderen Grill. Ich muss sagen, ich bin minimal erregt. Wie gesagt, abwarten, Bier trinken. 40 Minuten sehen wir uns wieder. Am Ende unserer Grillzeit, 45 Minuten, haben wir gesagt, grillen wir. Schaut das Ganze jetzt so aus. Also ich würde sagen, voll geil. Riechen tut es mal sensationell. Ich hoffe, es ist unten nicht anbraten. Aber wir machen es im Teller. Und dann sehen wir uns beim Fazit wieder. Weil das müssen wir unbedingt heiß essen. Mhm. Ihr habt gesehen, ein einfaches Rezept geht fast von alleine. Viel zu tun ist nicht. Jetzt müssen wir natürlich noch probieren, ob sich das lohnt, ob es schmeckt. Aber ich glaube, wenn ich da den Rüssel mal reinhalte, ich glaube, es lohnt sich. Ich fange mit dem Reis an. Gegrillt. Gegrillt schmeckt mir sogar Reis. Muss man echt sagen. Und die Chicken Wings. Ja, gehen super auseinander. Ey, die können das. Ohne Schmarrn. Ein One-Pan-Rezept vom Grill. Coole Nummer, einfache Nummer. Geht wie gesagt von ganz von alleine. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt es mal unten rein, wenn ihr es nachgemacht habt, wie es euch geschmeckt hat. Solange es warm ist, muss der Berg jetzt vertilgt werden. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Mittwoch früh um 6 geht's los. AJ Barbecue und das Team, wir sagen Servus. Bis nächste Woche. Ciao. Die Garkammer, die bereiten wir jetzt auf 200 Grad indirekte. Mensch.